Hallo Leute und willkommen bei Moviefilm TV und ja, ich habe mir was beim Mediamarkt ergattert und zwar ist es ein Exklusiv-Steelbook und vielleicht könnt ihr es euch denken, vielleicht auch nicht. Es ist nicht das Man in Black 3 Steelbook. Es ist, große Enttäuschung, Schnulz, das Titanic 3D Blu-ray exklusiv bei Mediamarkt Steelbook für satte 29 Euro und ich komme mir irgendwie vor in so einer Dauerwerbesendung. Und jetzt komme ich mir vor wie Robert Hofmann bei Darkson Town. Okay, also, ich werde jetzt einfach mal das Video hier irgendwo einblenden, während ich hier kommentiere, ne? Wenn ihr es nicht so gut sehen könnt, hier zeige ich einmal diese Lenticular-Card. Ich finde, die Box allgemein ist sehr, sehr toll aufgemacht, aber diese Lenticular-Card, die man so als Magnet auf das Steelbook drauf machen kann, finde ich, ist wirklich eine tolle Idee. Das einzige Mankochen, das ist auf der Rückseite, da hätten sie eher ein Artwork draufpacken können, anstatt uns mit Infos voll zu labern. Hier werdet ihr mal ganz gut da sehen, alles voll mit Infos. Hätten sie lieber so ein schönes Artwork von Rose und, wie heißt der, Jack, draufpacken sollen. Naja, von drin sieht das Ganze so wie folgt aus. In der Dings da haben wir ein Artwork, was ich wahrscheinlich nicht im Video gezeigt habe, ich tollpatsch. Mit dem Schiff drauf ist wirklich, wirklich schön anzusehen, das heißt, sehr gelungen, diese Box. Und dann haben wir da vier Discs, zweimal die 3D Blu-ray, beziehungsweise Teil 1 und Teil 2. Und einmal die normale Blu-ray und einmal die Sonderausstattung Blu-ray. Das war's dann auch schon. Und ich würde sagen, ich könnte das Video noch zu Ende gucken. Ich weiß nicht, was ich sonst noch kommentieren soll. Von daher, tja, kurz. Okay, ciao. Das war's. Wir sehen uns. Ciao.